Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Elbo-Tunnelkarte. Wir werden mal Gras mähen. So, weil das klappt, das Vorstelle. Anscheinend nicht. Haben wir einen riesigen Grasberg hier. Das funktioniert ja nicht. Noch mehr Gras. Meine erste Einnahmequelle hier, mal Gras mähen. Mal schauen, wie das klappt. Anfangs hat er ein bisschen zu viel. Ja. Komisches Verhalten gehabt. Mal schauen, wie es so hat. Mal schauen. Mit diesem Modus keine Erfahrung. Hat mir so gedacht. Ah, der hat's getan. So, auf 3 Meter, ne? Ein mächtiger Wirrwarr.
Kreuz berechnen lassen. Unterraum 3 Bahnen, automatisch. Das haut nicht hin. Ich kann der ja gar nichts fahren. So, fährt er gar nicht mehr. Klappt nicht so wie es soll. Nehmen wir selber halt. Erstmal. Das Gras wieder verschwindet. Anscheinend, ja. Soll ich wieder einen riesigen Berg machen? Berg. Gut, da können wir ein bisschen schneller pressen. Da schauen wir mal die Umgebung gleich mal an, welches halbwegs, welches Feld für geeignet wäre für Gras. Denn wir wollen ein bisschen mit Cosplay arbeiten, bald später müssen wir uns näher um diesen Verkauf kümmern. Da
Dann kann nebenbei ja immer jemand das, die Arbeiten vollführen. Sonst ist es hier nicht machbar, zeitlich allein, alles allein zu machen. Aber die Wiesen kann man ja trotzdem nehmen. Entweder Kühe haben oder. Ein gewisser Bereich der Wiese lässt sich zwar mähen, aber das Gras ist nicht zu sehen. Und dann taucht das Gras auf großen Augen auf. Gleich wieder, zack. Überlege ich gerade, ob man nicht komplett auf Ballenpressen verzichten und dafür einen Silo vereinfahren und da entsprechend zu verdichten und dann entsprechend die Lage zu machen. Ohne Ballen. Rundballen würden die definitiv abhauen. Quaderballen ist eigentlich zu teuer. Wird zwar auch gehen. Wir haben ja hier ein Silo zu sehen. Stehen. Bei der BGH. Machen wir das Gras da rein.
Aber liebe Freunde der Landwirtschaft, das soll es für die Folge gewesen sein. Hat euch gefallen? Ich würde mich um ein Wiedersehen freuen zur vierten Folge. Dann seid mal goodbye und winke winke, bis zum nächsten Mal.